sind heute wieder in Bürbach bei Sport Schulze und wollen über das kommende Fußballwochenende sprechen. Heute ist bei mir zu Gast Michael Müller vom TuS Endebrück 2. Hallo Micha. Hi. Und jetzt haben wir schon mal einen Trainer vom TuS Endebrück da. Fangen wir natürlich auch wieder mit der Regionalliga West an. Die erste Mannschaft, TuS Endebrück, sportlich abgestiegen seit letzter Woche. Stehen jetzt noch zwei Spiele an gegen direkte Konkurrenten. Ich glaube, das Ziel ist ausgegeben, die 6 Punkte zu holen und dann einfach mal zu schauen, was da noch passiert mit Köln oder mit den Mannschaften, die vielleicht keine Lizenz beantragen oder zurückziehen. Ja, wie ist die Situation bei euch da oben in Endebrück? Ja, in erster Linie denke ich mal, muss man sagen, was die Jungs in den letzten Wochen schon geleistet haben, heißt sehr gut, finde ich. Und ich hoffe natürlich, dass sie die 2 Spiele noch erfolgreich bestreiten und was dann nachher aber rauskommt, das muss man einfach sehen, das können wir nicht beeinflussen. Ja. Aber ja, im Großen und Ganzen muss ich einfach sagen, ich habe ja auch fast jedes Heimspiel gesehen. Und da ist halt ein bisschen schade daran, da war glaube ich keine Mannschaft dabei, die besser war. Wir haben oft mit einem Torunterschied verloren und bis auf Gladbach habe ich mal gehört, dass sie sehr stark bei uns zu Hause waren. Das habe ich leider nicht gesehen. Mhm. Aber gut, letztendlich haben wir es in der Rückrunde, denke ich, ganz gut gemacht. Und jetzt hoffe ich halt, wäre den Jungs zu wünschen, dass sie die 6 Punkte noch holen. Und dann schauen wir. Mhm. Alles klar. Jetzt am Wochenende Heimspiel gegen die U21, nicht U23, U21 vom FC Köln. Patrick Helmes kommt als Trainer in der Pulverwald-Kampfbahn. Ja, wie wir schon gerade gesagt haben, muss gewonnen werden. Ja klar, muss gewonnen werden, aber wird bestimmt auch nicht einfach werden. Jedes Spiel ist schwierig, aber letztendlich ist für uns auch wieder ein Highlight da oben, gegen FC 2 zu spielen und Patrick kommt halt mit da hoch. Aber ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass die Jungs da nochmal alles raushauen und ich glaube schon, dass wir das gewinnen. Okay, ja, Regionalliga Südwest, TSV Steinbach, 2 Siege in Folge. Ersten Tabellenführer geschlagen, dann auswärts in Hoffenheim 2, die bis dahin eine super Rückrunde gespielt hatten. Der Klassenerhalt ist eigentlich so gut wie eingetütet. Wie siehst du die Situation da auch beim TSV? Hast du die ein bisschen verfolgt? Ja, ein bisschen verfolgt man das auf jeden Fall. Klar haben sie ja einen mega Umbruch im Winter vollzogen und letztendlich jetzt hinten raus trägt die ganze Sache auch Früchte. Ja. Und, klar, der Heimsieg vor 2 Wochen hat dann natürlich nochmal Kräfte freigemacht, um darüber hinaus in Hoffenheim bei einer starken Mannschaft zu gewinnen. Und ich glaube auch jetzt, dass gegen Trier zu Hause was möglich ist. Und ich gehe schon davon aus, dass die in der Liga bleiben. Ja, kommen wir aus der Oberliga Westfalen, die Sportfreunde. Jetzt schon Zweiter. Immer noch ein Spiel weniger, nur 1 Punkt hinter Sprockhövel. Ja. Haben wir eben schon kurz vor dem Video gesprochen. Der erste Platz ist die Berechtigung zur ersten DFB-Pokal-Hauptrunde. Werden sie noch Meister? Ich glaube schon. Weil war ja schon so ein bisschen abzusehen, dass spannende Phase werden halt die englischen Wochen. Mhm. Dass sie da relativ verletzungsfrei durchkommen und das haben sie ganz gut gemeistert. Und wenn so eine Mannschaft insgesamt mal im Rollen ist, mit den Fans dann noch natürlich im Rücken, dann ist es auch einfach schwer, die Jungs zu schlagen. Und ich glaube schon, dass sie jetzt auch die letzten Spiele da auch alle erfolgreich bestreiten werden. Und glaub schon daran, dass sie Meister werden. Ja. Ja. Jetzt am Wochenende spielen die Sportfreunde gegen Roland Beckum. Ja, kommen wir zur Westfalenliga, Liga, wo du mit deiner Mannschaft spielst. Da gehen wir aber gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Kamerinborn muss auswärts bei Westfalia Henne ran. Kann es nicht mehr aufzuhalten. Bin ich der Meinung, die werden das Ding machen. Westfalia Henne, du kennst den Gegner. Schwere Aufgabe? Ja. Jetzt ja. Ich sag mal, sie hatten, in der Hinrunde hatten sie schon viele Probleme innerhalb des Vereins mit Trainer etc., denke ich mal. Aber der Knappmann, der sie ja übernommen hat, der hat jetzt in den letzten Wochen sehr gute Arbeit geleistet. Da haben sie auch eine gute Erfolgsserie hingelegt und haben auch noch sind Vierter und jetzt haben sie gut in Finndrop 0-0 gespielt. Da haben sie es jetzt ein bisschen vermasselt, eventuell auf Platz 2 zu schielen. Aber letztendlich, denke ich mal, wollen die sich gut verabschieden und Kahn ist natürlich auch nochmal so ein sehr, sehr interessantes Spiel in Herne und Herne hat auch sehr, sehr viel Qualität in der Truppe noch von letztem Jahr mit vielen gespickten Oberligaspielen. Mhm. Das wird schon ein schweres Spiel, gerade in dem Stadion da, aber ich denke auch, dass Kahn da nicht mehr aufzuhalten ist und auch in Herne was holt. Alles klar. Ja, kommen wir zur Bezirksliga 5. Keine Wittgensteiner Vertreter, aber dafür unsere Siegerländer Mannschaften. Die Lage spitzt sich so ein bisschen zu.
bis auf Platz 8, da ist jetzt im Moment die SG Hickengrund, die spielfrei haben am Wochenende, können wirklich alle Mannschaften absteigen, akute Abstiegsgefahr. Jetzt haben wir die Spiele Fortuna Freudenberg gegen Rot-Weiß Lüdenscheid, Niederschelden muss gegen Kirspe ran. Und ja, ein Spiel, wo wir ganz kurz vielleicht mal drüber sprechen sollten, ist SV Ottfingen gegen Germania Salzendorf. Auch bei den Nachbarn, Salzendorf hat einen Punkt mehr, 29, Ottfingen 28. Die anderen Mannschaften, ich glaube, sind fünf oder sechs Mannschaften mit 28 Punkten. Eine ganz enge Kiste in der Bezirksliga. Ja, sehr, sehr eng in der Liga und da kannst du auch wirklich jeden treffen. Und ist natürlich viel, ganz, ganz wichtig, dass man da die Ruhe bewahrt und als Mannschaft, als Verein zusammen da unten irgendwie probiert rauszukommen. Und Ottfingen und Salchenau ist natürlich direkt ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ich denke auch, dass es da gut zur Sache gehen wird. Glaube aber, dass Salchenau vielleicht ein bisschen die Nase vorn hat, gerade ja. Nach dem Erfolg letzte Woche da in meiner Tagen. 3-3 ist ja da nicht verkehrt und ich denke mal, da haben sie schon Selbstvertrauen getankt. Und spannende Angelegenheit, ja. Genau. Die Kreisliga A besprechen wir eigentlich auch jede Woche. Jetzt am Sonntag waren wir auch live vor Ort beim Spitzenspiel Weißer gegen Eiserfeld. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht mal ein Freundschaftsspiel gegen A-Ligisten gemacht? Ich denke eher nicht. Ne? Nee. Ist die Liga dir bekannt? Hast du da auch? Also TSV Weißer ist der Meister. Ja, ja klar. Weißer ist Meister und ich freue mich auch irgendwo für den Verein da auch. Da macht der René richtig gute Arbeit, weil sie haben ja schon eine schwere Zeit hinter sich, wo sie so ein bisschen auseinandergefallen sind und dann mit 4-5 Leuten dann nochmal zugepackt haben und letztendlich haben sie viel auf Jugend gesetzt und finde ich es eine schöne Geschichte, dass sie aufsteigen, weil das Umfeld mit den ganzen Zuschauern, die sie immer haben, ist auch mindestens Bezirksliga wert. Ja, auf jeden Fall. Gut, ja, dann sind wir schon wieder durch. Micha, danke. Bitte, dass du gerne hier warst und uns ein bisschen unterstützt hast. Gut, dann sehen wir uns gleich noch beim Tippspiel wieder. Machen wir. Danke. So, kann man jetzt loslegen oder was? Mann, Omeda. Ehrlich? Das ist ja super.